Ein wunderschönes Hallo an euch wieder mal. Ich bin's mal wieder, euer Matze85. Wir machen heute endlich mal weiter mit. Nicht endlich mal, immer noch. Mit unserer Roggenernte. Aber wir machen ja noch nebenbei unseren Mist. Müssen wir auch in eine Anlage reinschmeißen. Daher müssen wir uns halt noch ein bisschen sputen. Aber wir machen ja erstmal das Roggenfeld wieder in Droschenjange und daher sputen wir uns jetzt erstmal, den wir zum Laufen bringen. So, dann kann man wieder das Grillefass abhängen nochmal und das ersten Mist wieder reinschmeißen, denn mit Dünger sieht es momentan ziemlich shit aus. Dann müssen wir uns jetzt ein bisschen sputen. Den stellen wir gleich wieder hier hin. Stellt doch mal keinen. Und schnappen uns erstmal unseren Hänger mit Mist. So. Und der steht da. Anhängen. Dann fahren wir den Mist runter. Ja, dann müssen wir nämlich langsam mal die Sämaschine runterfahren. So, dass wir da wieder in die Gänge kommen. Wenigstens lange behalten und dann endlich mal unsere Produktion endlich mal wieder am Laufen behalten. Die läuft ja auch nicht mehr weiter, da eventuell kein Getreide da ist. Das wissen wir aber gleich ganz genau. Wir gucken jetzt mal hin, was hier fehlt. Die Getreide. Du stehst hier noch ganz lieb, du trischt hier noch. Du wirst jetzt gerade abgeladen. So, dann fahren wir dich wieder runter. Dann müsst ihr nämlich gleich anspringen. Dann fahren wir jetzt schnell mal vor wir was anderes machen. Nochmal ein bisschen die Treide runter. Dass uns unser Saatgut weiterläuft. Dann hoffen wir, dass wir das da haben. Stroh. Böse aus, sieht böse aus. Soja, Sonnenblumen, Raps. Mist, wir haben nicht da. Das war jetzt ein Satz mit X. Das war wohl nichts. Aber wir werden jetzt den Schwung wieder runterfahren. Der Drescher dreht gerade ganz lieb. Dann machen wir unseren Misthaufen jetzt endlich weiter, den wir letztes Mal angefangen hatten. So, dass wir da reichlich Mist drin haben. Machen wir ja Mist rund rauf, dass wir ein bisschen Gewinn fahren mit Mist und und. Mist und Kühe da genug Vorrat haben, in der Hoffnung, dass die Kühe zeitnah alles nachproduzieren, so viel wie wir brauchen. Denn wir wollen ja auch demnächst ja noch unser eigenes Saatgut verbrauchen. Aber es ist immer viel, was hier drin liegt. Dort keine Fuhre mehr. Daher müssen wir halt noch ein bisschen sputen. So. Dann machen wir das hier noch drauf. Dann ist auch fertig, daher. Ein bisschen Arm abnehmen, so wir sie drin schaffen. Oh, dann haben wir die Mistplatte auch schon mal sauber. So. War nämlich die Hochsauer schon wieder und da kann man endlich den nächsten Mist noch mal in die Anlage schmeißen, so dass die weiter produziert und daher müssen wir jetzt was schaffen.
So, du bist voll. So, und dann werden wir hier so einen LKW wieder schnappen. Nochmal 36, 47 macht. 70, 80, 81 Kubikmeter Mist haben wir da. Ist zwar nicht viel, aber ein bisschen was daher. Dann werden wir noch ein bisschen Gülle hochfahren. Aber erst einmal gucken wir, was unser Droscher sagt, wo der ist. Den kann man gleich hinterher fahren, dich voll machen. Dann werden wir Gülle fahren. So. Dann müssen wir auch jetzt langsam mal unsere Bodenbeartung wieder drum kümmern, dass wir die lange kriegen. So, denn wir müssen nämlich wirklich noch was schaffen hier daher. Denn wir werden jetzt erstmal eine Runde Weizen anbauen. Ne, Gerste. Hier wieder Gras machen, dass wir genügend Grasland haben. So wie es aussieht, kriegen wir jetzt nicht voll den Schwung so weg, wie er ist. Dass wir einen leeren Hänger wir haben. So dass er metrischer weitermachen kann, dass wir einen neuen leeren Hänger haben. Fahren wir gleich noch den Rocken weg. Wenn wir immer hier unten sind, wegen den Kubikmeter nochmal hinterher zu fahren, bringt doch nichts. So, dann fahren wir jetzt nämlich den Schwung weg. Das war nämlich auch unsere letzte Rockenfläche, dann gehen wir ja schon auf die Gerste, nicht Gerste, auf den Hopfen. Das nächste Feld ist hier und drüben an der Bäckerei. Das fahren wir dann runter in der Brauerei. Lassen wir unser Silo da, voll schmeißen oder voll kriegen. So, dann fahren wir gleich so rum rein. Denn hier oben stehen noch zwei Flächen, unten steht noch in der Fläche mit Hopfen. Dann kann man mich umstellen auf Raps. Dann kann man nämlich den Raps wegfahren und dann kriegen wir ja reichlich Kompost wieder. Aus dem Kompost können wir ja hochfahren zur Obstanlage. Deswegen müssen wir etwas machen. So. Jetzt schalten wir jetzt mal die Fuhre ab. Das dauert nicht so lange. So. Da ist nämlich ja auch schon mal fast einiges drin und haben ein bisschen Luft diesmal. Wie gesagt, ich habe eigentlich bloß jetzt die Flächen umgebrochen, so dass wir ein bisschen mehr Ackerflächen haben, so dass wir ein bisschen mehr produzieren können mit eben mal. Das mit unseren kleinen Flächen da, so ein paar Flächen, da kommen wir nicht hinterher. Da habe ich noch ein paar Flächen dazu genommen. Jetzt können wir uns demnächst noch eine Fläche wahrscheinlich schon kaufen. Dann werden wir auch diesmal noch einen Hänger kaufen müssen für Diesel. Dann werden wir in 50 Kubikmeter wegfahren, nicht nur 22,5.
So, dann macht er nämlich noch die Ecke fertig. Ist auch schon mal mit fast 40% am Start. So. Dann machen wir mal einen Rückenzug Gülle. Dann machen wir jetzt noch einen Zug Gülle fertig, oder? Nee, machen wir nicht. Wir fahren erstmal Acker. Lassen erstmal die Maschinen um. Dann nehmen wir dich erstmal und klappen dich gleich so zusammen und fahren auf den nächsten Acker. Dann kann man auch gleich mal gucken, was unsere Obstanlage sagt. Wasser haben die noch. Noch ein bisschen Kompost. Geht noch. Auch noch Kartons. Obst. Oh! Da müssen wir demnächst mal langsam mal hochfahren. Nach der Ernte. Da können wir nämlich die ersten Äpfel verkaufen. Helfer A, B. Das kann bloß inner Sinn. Und zwar der ja. Das ist nämlich momentan eine Eiswehrhälfte herumläuft hier. Ich dachte, hier machen wir wieder Wiese draus und daher müssen wir trotzdem was machen. Wo ist jetzt unser da. Dann machen wir nämlich hier Gerste, die große Fläche nochmal, wahrscheinlich Raps oder so. Und das fahren wir aber vielleicht mal hier runter, die Senke. Machen das und gleich runter. Dann fahren wir also Feuerwände hier oben an, machen unten das Feuerwände fertig, dass er vernünftig drehen kann. So, dass wir jetzt zügig lang hinkommen. Im nächsten Part werden wir dann die Sämaschine hochholen. So, dass wir da weiterkommen. Aber vorher müssen wir noch den Drescher abtanken und daher machen wir jetzt noch schnell das Feuerwände fertig hier oben und setzen um. Schnappen uns dann noch mal den Drescher, tanken den ab. So, dann fahren wir jetzt wieder zurück ins Feuerwände. Dann läuft das nämlich auch schon mal einwandfrei weiter. Aber wir werden uns gleich mal um unseren Drescher kümmern müssen. Also wie es aussieht, tut er auch mal drehen. So. Dann werden wir jetzt einmal die Bahn noch runterfahren, bis die Meldung kommt, dass der Mähdrescher voll ist. So, da ist auch schon die Meldung. Dann werden wir uns um unseren Mähdrescher schnell kümmern. Da kommt nämlich gerade herunter. Das passt ja einmal frei. Ich denke mal noch in zwei Bunker. Eben Bunker garantiert. Ich denke mal eben Bunker hundertprozentig. Vielleicht noch einen angefangenen Bunker. Das ist die Fläche auch fertig. So, aber ich bedanke mich einmal fürs Zuschauen. Ein Abo und Däumchen wäre nicht schlecht. Bis zum nächsten Mal, euer Matze85LP. Tschüss.